بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister im Islam, wie ihr wisst oder wie die meisten von euch wissen, haben wir im Moment das New Muslim Army Projekt, wo wir den Leuten immer schön auf die Nerven gehen, die uns sonst immer die Hallen verbieten oder den Moscheebesitzern Angst machen, dass wir einfach auf die Straße gehen und dort eine Predigt halten, die dann oft auch in verschiedene Themen hineingeht. Alhamdulillah, die mit den Rechten der Muslime in Deutschland zu tun haben, die sehr stark mit diesem Thema auch zu tun haben. Und das ist natürlich erstmal eine Sache, die absolut kein Problem ist, dass ich mich irgendwo hinstelle und über Islam erzähle. Ja. So, das heißt, die Sache von vornherein ist schon mal halal. Das ist schon mal ganz klar. Da kann gar keiner was zu sagen, weil es kann kein Mensch sagen, dass es verboten ist, dass ich mich irgendwo hinstelle und über Islam erzähle. Das Einzige, was man jetzt sagen könnte, wäre, dass die Leute, die drumherum sind, etwas machen, was verboten ist. Dafür bin ich aber nicht unbedingt verantwortlich. Das ist ein späteres Thema. Oder man könnte sagen, dass ich vielleicht einen persönlichen Fehler während der Predigt mache. Ja, beispielsweise, was damit etwas zu tun hat. Das heißt, wenn jemand jetzt hingeht und sagt, es ist verboten, eine Kundgebung zu machen, das heißt, ich stelle mich irgendwo hin und rede über Islam, das heißt, dass er diese Sache überhaupt nicht verstanden hat und sehr wenig Verständnis von der Religion hat. Das heißt, er könnte höchstens sagen, diese oder jene Sache soll man nicht machen. Deswegen, was mich sehr wundert, ist, dass viele Brüder, auch teilweise Brüder, die wir, von denen wir nur Gutes kennen, ihr Urteil abgeben, ohne auch nur eine einzige Fiqh-Regel hier zu beachten und teilweise einfach irgendetwas nachplappern, was sie irgendwo gehört haben, was gar nichts mit der Angelegenheit hier zu tun hat. Und auch anstatt uns Bescheid zu sagen, obwohl wir einige davon eine Woche vor einer Kundgebung treffen und ihnen sagen, kommt ihr auch, und sie absolut nichts dazu sagen, ja. Und das ist schon sehr verwunderlich und sehr traurig, aber da wir von den Brüdern meistens nur das Beste kennen, von einigen von ihnen natürlich, es gibt viele Leute, die diese Frage jetzt stellen, habe ich mich entschlossen, mal intensiv und diesen ganzen Baum, jedes Blatt abzupflücken, was hier so erzählt wird. Und deswegen wollte ich erstmal anfangen, dass wir über einige Fiqh-Regeln reden, die einige Leute anscheinend überhaupt nicht verstehen. Das heißt, es wird hier ganz eindeutig ohne Wissen gesprochen. Also wer sich ein bisschen mit der Materie auskennt, der sieht ganz eindeutig, dass hier Leute am Werk sind, die von dieser Sache kein Verständnis haben. Ich sage nicht, dass sie kein Wissen haben in der Religion, weil es kann sein, dass man in einem Bereich der Religion Ahnung hat, aber in einem anderen Bereich Mängel hat. Das ist bei fast jedem, sogar bei Gelehrten ist das so. Man findet selten einen Gelehrten, der in allen Fächern ein absoluter Mujtahid-Gelehrter ist. Ja, und ich meine, wir behaupten ja nicht von uns, dass wir Mujtahidun sind oder so. Aber das auf jeden Fall. Deswegen gehen wir erstmal auf eine Sache aus. Wenn jemand sagen will, dass eine Kundgebung verboten ist, und ich bitte jeden erstmal von vornherein, bitte das ganze Video anzusehen, weil ich werde auf jeden Punkt eingehen, auf jeden Vorwurf, erstmal einige Fiqh-Regeln, dann den Sinn der Kundgebung, was dahinter steckt, was uns dazu bewogen hat. Denn ihr solltet euch mal selber fragen, warum wir damit erst jetzt angefangen haben. Und wir haben uns da mehr Gedanken darüber gemacht als ihr, weil wir über diese Sache uns länger damit befasst haben. Ja, das heißt, normalerweise müsstet ihr wissen, wie wir sind. Ja, und wir sind keine Leute, die für Ikhtilat sind, im Gegenteil. Und wir sind keine Leute, die für Musik sind oder die für Fitna sind und so weiter. Deswegen, bevor man redet, sollte man sich erstmal Gedanken machen. Und meine Telefonnummer kann man in 2 Minuten rauskriegen und mich anrufen. Was hat dich dazu bewogen? Welche Hintergründe stecken dahinter? Denn bevor man ein detailliertes Urteil über eine spezielle Sache gibt, muss man sich detailliert informieren und nicht einfach irgendeine Fatwa raussuchen, die gar nichts mit unserer Angelegenheit zu tun hat. Insbesondere, wenn man den Bruder kennt, wie einige, ja, und dass man einfach irgendetwas nachplappert oder irgendetwas, ich rede jetzt nicht von jedem, man braucht sich nicht angesprochen zu fühlen, ja, anstatt uns zu kontaktieren und zu fragen, was hat euch dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen? Weil man braucht Hintergrundinformationen, bevor man ein Urteil gibt, und wenn man diese Hintergrundinformationen kriegen kann, normalerweise jeder Mensch, der Taqwa hat, der hat dann Angst,
ein Urteil zu geben, bevor er sich mit der Person auseinandersetzt und diese Person kontaktiert. Das heißt, wir reden erstmal über Fiqh-Regeln, dann welchen Sinn, welches Ziel hat überhaupt eine Kundgebung, und dann werde ich detailliert auf die verschiedenen Vorwürfe eingehen, wie zum Beispiel Ihtilat, wie zum Beispiel Verse im Koran, die sagen, haltet euch euren Häusern auf, darauf eingehen, dass es gar nichts mit der Sache zu tun hat, wie zum Beispiel Fehlverhalten Einzelner, wie zum Beispiel, wie einige sagen, man soll die Hilfe nicht bei den Kuffar suchen, was auch völlig absurd ist hier in dieser Sache, was nichts mit der Sache zu tun hat, oder halt Fehlverhalten von mir, wenn ich ein Fehlverhalten an den Tag lege, das kann natürlich gut sein, muss man nicht, da kann man nicht sagen, die Kundgebung ist verboten, da muss man sagen, Herr Vogel, lieber Bruder, du musst beim nächsten Mal darauf und darauf achten. Weil hieran sieht man, dass die Leute, viele Leute jetzt hier drüber gesprochen haben, absolut ein mangelndes Verständnis von der Religion haben. Wenn ich einen Fehler mache, dann kann man nicht sagen, da kann man nicht sagen, es ist verboten. Die Kundgebung ist verboten. Das ist genauso wie Jumu'ah-Gebet. Ich halte das Jumu'ah-Gebet und sage eine Sache, die verboten ist. Da kann man nicht sagen, das Jumu'ah-Gebet ist verboten. So, da kann man sagen, es ist verboten, das und das zu sagen, was du dort gemacht hast. Und das ist halt ein klares Zeichen, dass die Leute, viele Leute hier, viele Leute, braucht ja keine Angst zu sprechen, woran sie fühlen. Dann was Frauen reden lassen, was diese Sache angeht. Und darauf werde ich inshallah dann alles eingehen. Erstmal auf einige Regeln. Wenn jemand sagen will, dieses oder jenes ist verboten, muss er zunächst einmal was definieren über diese Angelegenheit. Ich frage euch, weil viele Leute sind ja da draußen. Es geht jetzt nicht nur um die drei Brüder, von denen wir nur Gutes kennen, die darüber geredet, von denen wir eigentlich nur Gutes kennen, von denen wir etwas enttäuscht sind, weil sie vor allen Dingen, oder zumindest einer davon, relativ guten Kontakt zu mir hat und meine Telefonnummer eigentlich so gut wie bei sich zu Hause hat und vielleicht sogar hat oder mit einem zusammen ist, der mich regelmäßig anruft und ich auch mit ihm über diese Sache eigentlich geredet habe und er sich nicht geäußert hat, wo ich ein bisschen enttäuscht bin. Aber khair inshallah. Möge Allah die Brüder alle zusammenführen. Welche Sache, ich frage euch, muss man, wenn man über eine Sache urteilt, ist sie halal oder haram, welche Sache muss man zuerst definieren? So. Wenn ihr diese Frage jetzt nicht beantworten könnt, dann zeigt das schon mal, dass ihr redet über die Religion, ohne detailliertes Wissen von der Religion zu haben. Man muss zunächst herausfinden, ist diese Sache eine Dunya-Angelegenheit, oder eine Ibadah-Angelegenheit. Wenn es eine Dunya-Angelegenheit ist, dann ist die Regel, alles ist erlaubt, bis man einen Beweis hat, dass es verboten ist. Ist es eine Ibadah-Angelegenheit, dann heißt es, alles ist verboten, bis man einen Beweis hat, dass es erlaubt ist. Dass der Prophet es so gemacht hat. So, diese Sache, Kundgebung, ist erstmal dazu da, ein Mittel zu benutzen, um viele Menschen zu erreichen. Das ist also eine Wasila. Was ist es? Eine Wasila, ein Mittel. Das heißt, es ist keine Ibadah-Angelegenheit, sondern eine Dunya-Angelegenheit, weil man eine Wasila nutzt, wie eine DVD. Der Prophet a.s. hat keine DVDs benutzt, es ist eine Dunya-Angelegenheit. Das heißt, um zu sagen, diese DVD zu verteilen ist verboten, muss man einen Beweis, oder eine DVD zu benutzen ist verboten, muss man einen Beweis von Koran und Sunna bringen, dass es verboten ist, nicht vice versa, nicht andersherum. Das heißt, wenn jemand sagt, diese Sache ist verboten, dann muss er einen Qat'i-Beweis bringen. Was ist Qat'i? Einen deutlichen Beweis von Koran und Sunna, dass Kundgebung verboten ist. Wenn jetzt jemand sagt, die Kundgebung ist verboten, es ist verboten, in der Stadt zu stehen und die Leute aufzurufen, auf ein Problem aufmerksam zu machen, um das Problem zu verbessern, dann hat er ganz eindeutig etwas haram gemacht, was Allah halal gemacht hat. Weil wir wissen vom Prophet und von Sahabern, dass sie sich auch irgendwo hingestellt haben. Und da muss man übrigens das am Rande, aber ich komme demnächst später detailliert dazu, davon ausgehen, dass da auch Frauen vorbeigegangen sind. Ne? Und haben gerufen, haben gesprochen. Genau das, was wir jetzt machen. So. Das heißt, hierfür muss einer Beweis bringen, dass es verboten ist, aber das kriegt er nicht. Das heißt, was wird man jetzt bringen? Man wird einige Sachen bringen, die am Rande dieser Sache geschehen, die verboten sind. Erstmal, für einige Sachen sind wir deutlich verantwortlich. Für andere Sachen dürfen die Brüder nicht sagen, die Kundgebung ist verboten, sondern sie müssten sagen, und das zeigt, dass leider bei vielen Brüdern ein mangelndes Verständnis ist, müssen sie sagen, Pierre,